This is GFL Football. Die Allgäu Comets empfingen die Marburg Mercenaries. Beide Mannschaften enttäuschend in die Saison gestartet. Beide erst mit einem einzigen Sieg. Die Gastgeber mussten gleich mal punten. Und dann sehen wir also die Offense der Mercenaries in den weißen Trikots mit ihrem Quarterback Sunny Weishaupt. Dritter Versuch und drei. Der gibt den Ball an seinen Running Back Joshua Mack. Und der ist der Meister der Jump Cuts. Das macht er super. Und auch hier ist er beinahe nochmal weg. Aber dann haben sie ihn geschnappt. 20 Yards sind es trotzdem. Kurz danach, dritter Versuch und 18. Publikum ist laut. Die Comets machen Druck. Sunny Weishaupt wird überrannt von der gegnerischen Defense. Verliert den Ball. Und der Fumble erobert von den Kemptenern. Aber sie machen selber einen ähnlichen Fehler. Quarterback Kenyatt Allen läuft hier, wird hart getroffen, verliert den Ball. Diesmal jubeln die Mercenaries. Und dann schicken sie wieder Joshua Mack los. Und jetzt aufgepasst. Da denkst du, du hast ihn. Und dann hast du ihn doch nicht. Und am Ende 51 Yards für Joshua Mack. Ein sensationelles Play. Und damit gehen wir dann rein ins zweite Quarter. Immer noch punktlos. Das sollte sich aber bald ändern. Weil Sunny Weishaupt hier hochwirft auf Niklas Fengler. Und der fängt den Ball aus 5 Yards Entfernung zur 7:0 Führung für die Mercenaries. Andere Seite. Was war mit dem Kemptener Passangriff? Kenyatt Allen hat hier viel Zeit und wirft einen guten Pass auf Derek Harvey für 26 Yards. Anschließend Allen dann auf seinen Running Back Andrew Pokanic. Das sind weitere 9 Yards und dann liegt der Ball an der gegnerischen 14. Und Allen wieder zu Harvey und das ist der Touchdown zum Ausgleich 7:7. Marburg musste anschließend punten, also sehen wir gleich wieder die Offense der Gastgeber mit Allen. Und der Pass auf Tomiwa Ojewo, 33 Yards bis kurz vor die Endzone. Und anschließend dann Allen auf Benjamin Perauer, Touchdown aus 5 Yards Entfernung. Und damit 14:7 für die Allgäu Comets zur Pause. Im zweiten Durchgang dann wieder die Marburger. Und hier ist die Antwort von Sunny Weishaupt auf die Punkte des Gegners. Der lange Ball auf Devin Smith, ein bisschen zu weit geworfen, deswegen kommt er ins Straucheln. Aber trotzdem 46 Yards Raumgewinn, kein Touchdown. Und das rächt sich dann in dieser Situation. Da versucht Weishaupt die Endzone anzuvisieren, aber Erik Eichhorn riecht das und macht die Interception. Kempten allerdings danach mit einem 3 and out, also gleich wieder die Mercenaries mit Weishaupt auf Fengler für 8 Yards. Anschließend dann der Handoff zu Mack, der überragende Spieler der Mercenaries in dieser Saison. Dem nächsten guten Lauf, diesmal 13 Yards. Und dann Weishaupt aus 6 Yards Entfernung zu Smith. Und die Mercenaries machen den Touchdown, verpassen aber den Extrapunkt 14:13. Andere Seite, dritter Versuch und 3. Allen auf Perauer für 5 Yards und ein irregulärer Hit von Desmond Bassett, Targeting, der Marburger wird deswegen vom Feld verwiesen. Und der Drive der Comets geht natürlich weiter. Allen für Ojewo und der ist nicht zu fassen von den Nordhessen. Der kommt bis an die 1-Yard-Linie und dann ist schon Zeit fürs vierte Quarter. 12 Minuten reine Spielzeit verbleiben und die beginnen so. Allen auf Harvey, Touchdown, 21:13. Und dann Marburg mit einem 3 and out zur Unzeit. Und weiter die Comets. Allen lässt einen langen Ball raus auf Derek Harvey. 37 Yards, die Big Play-Waffe ist für ihn da.
Und direkt danach versucht er das Gleiche nochmal. Allen auf Harvey, diesmal Sebastian Brandt dazwischen, aber irregulär. Pass Interference und damit neues First Down für die Comets, die jetzt in der gegnerischen 8-Yard-Linie sind. Allen über die Mitte und da ist wieder Ojebo. Touchdown 28-13. Die Entscheidung sollte man meinen, tief im vierten Quarter, aber die Marburger hatten noch Leben. 3. und 13, Weishaupt auf Aaron Seward für 12 Yards. Anschließend ein Sneak zum First Down. Dann 3. und 16. Pass von Weishaupt auf Fengler für 15 Yards. Wieder fehlt ein Yard. Auch diesmal sind die Marburger in der Lage, einen neuen First Down zu produzieren. Und dann von der 20-Yard-Linie Weishaupt auf Devon Smith. Der macht noch einen kleinen Haken und dann ist der Touchdown da. Und Marburg verkürzt auf 20-28. Zeit für einen Onside-Kick. Denn es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Der Ball springt unglücklich für die Comets und die Marburger sagen Dankeschön, den nehmen wir. Und jetzt haben sie noch 40 Sekunden Zeit. Und das wird nochmal richtig kitzlig für die Kemptner Verteidigung. Weishaupt Richtung Endzone, da ist Smith, hat einen Schritt, der Ball ist ein bisschen kurz und der Verteidiger ist dran, unvollständig, aber die Chance war da. Und dann letzte Gelegenheit, Weishaupt Richtung Endzone und das ist eine klasse Passabwehr von Simon Walsch für die Allgäu Comets, der seinem Team damit den Sieg sichert, der zweite in dieser Saison. Die Allgäu Comets schlagen also die Marburg Mercenaries.